So Freunde, letzter Split-Tag von der Dreier-Kombi. Wie gesagt, ihr könnt das immer rotieren. Von mir aus könnt ihr auch Sachen anders kombinieren. Aber ich denke, so vom Erholungsfaktor passt das. Ist ja für 14 Tage ausgelegt. In den 14 Tagen schafft er, wenn er richtig durchzieht, 4 Einheiten von jedem. Und das ist für den Muskel mehr als genug, glaubt es mir. So, heute nehmen wir uns quasi Trizeps und Schultern vor. Nummer 1, wir ermüden erstmal unseren Trizeps. Das heißt, wir nehmen hier die Hand dazwischen und dann machen wir hier Trizeps drücken. Hier ist immer das gleiche Prinzip. Maximal 20 Wiederholungen. Ist das quasi zu wenig, dann erhöht einfach die Spannungszeit durch Slow Motion und durch vielleicht Halten. Ja, dass er einfach wirklich ganz, ganz langsam arbeitet. Ihr könnt natürlich hier auch mit zwei Handeln arbeiten, macht sich mit den Hexerhandeln gut, kann man so aneinander drücken und sagen, okay, ich arbeite hier mit den beiden. 3 Durchgänge. Maximal 20 Wiederholungen. 30 Sekunden Pause zur Hantel. Packt es euch so hin, dass anatomisch für euch okay ist. Ich habe da mal so ein leichtes Hau rein. Und dann nach den 30 Sekunden über den Trizeps die Liegestütze. Ihr seht, die gehen so leicht nach vorne. Bis er merkt, geht nicht mehr. Dann 30 Sekunden Pause, wieder 3 Durchgänge. Und dann ist nochmal die Möglichkeit, für alle, die sagen, ich bin noch nicht platt genug, hängen wir die erste Übung Trizepsstrecken nochmal hinten dran. Wenn ihr das Trizepsstrecken noch nie gemacht habt oder selten, seid achtsam, ihr kriegt richtig Muskelkater, weil wir eine ziemlich krasse Vordehnung haben. Da auch wieder 3 Durchgänge mit 30 Sekunden Pause. Und dann geht's zu den Schultern. Wir nehmen quasi alle 3 Bereiche, fangen sozusagen mit der kleinsten Gruppe an. Hintere Schultermuskulatur. Ihr beugt euch nach vorne. Hier sollten die Hanteln jetzt genügen von der Last her. Beugt euch nach vorne und hier so hoch. Wenn ihr merkt, es wird too much, hilft es auch manchmal, wenn man die in die Hammer-Curl-Stellung bringt und dann hier reinarbeitet. Drei Durchgänge, ich sage mal XX-Wiederholung, das wären bestimmt keine 20. Dann kurz ausschütteln. Und das klassische Seitheben. Jetzt klingelt es. Wir rufen zurück. Okay, hier wären es auch keine 20 Wiederholungen mehr. Hier sind die 3 Durchgänge. 30 Sekunden Pause. Wirklich DZV. Ja? So. Machst du mal bitte lautlos. Einfach lautlos machen oder auflegen. Entschuldigt, geht gleich weiter, genau. Einfach auflegen, danke. So, wie gesagt, wir waren seither, also seht, ist alles live hier, völlig authentisch. Klingelt bestimmt gleich wieder. 3-mal seitheben, klassisch. Danach macht man Frontheben. Also ihr könnt, wenn ihr noch Saft habt, beide nehmen. Ja, oder, wie gesagt, ich bin hin und nehme nur einen. Achtet darauf, es bewegt sich wirklich nur der Arm. Ja. Wir rücken die nicht hoch, sondern da bleiben wir schön stabil. Wieder maximal 20 Wiederholungen. Wenn Spannungszeit erhöhen bzw. halten, geht bei der Übung besonders gut. 3 Durchgänge. Und dann, last one, Frontdrücken. Die Teile hier hin und jetzt hier vorher. Hier garantiere ich euch auch, sind keine 20 Wiederholungen mehr drinnen, wenn ihr die richtige Last habt. Ja, hier quasi BZV. 30 Sekunden Pause, 3 Durchgänge. Und dann, ich werde aber nicht 3 Sätze machen, noch einmal zum Abschluss 30 Sekunden Pause. Und ihr könnt nochmal klassisch Kniebeugen machen. Liegestütz machen, Verzeihung. Und dann habt ihr Trizeps und Schultern zerstört. Wenn ihr sagt, ich will die 3 Durchgänge 2-mal pro Woche machen, empfehle ich euch jetzt danach, den Tag Pause trotzdem einzulegen. Und dann zieht ihr die nächsten durch. Okay? Bleibt dran, bleibt gesund, spruchfrei. Bis gleich.